Hochfliegen, tief schmettern, das Motto der Volleyballer, egal ob leidenschaftlicher Hobbyspieler oder angehender Profi. In den Platzierungsspielen heute Vormittag wurde um jeden Ball gekämpft. Auch wenn hier ausschließlich die Freizeitschmetterer am Werk waren, die Sieger spielen wie Profis morgen unter sich aus, alles wie immer eigentlich. Es kristallisiert sich so raus, dass natürlich sich um die vorderen Plätze vorwiegend die Sportgymnasien, und die haben wir ja vorwiegend, sagen wir mal, im Osten noch als auch namentlich genannte Sportgymnasien, beziehungsweise die sportbetonten Schulen streiten. Das kann man doof finden, muss man aber nicht. Die spielen sehr gut, die sind natürlich eingespielt, haben wahrscheinlich fünfmal die Woche Training. Aber sie müssen halt gewinnen, haben den Druck, und deswegen hat man immer eine Chance, solche Teams zu schlagen. Mit Motivation und Teamgeist jede Herausforderung annehmen. Alles andere würde dem olympischen Gedanken auch zutiefst widersprechen. Ich glaube, wenn man das auf die Schüler projiziert, dann ist es kein Konflikt. Natürlich sehen die den Klassenunterschied. Die spielen hier eben gegen Mannschaften, die das leistungsmäßig im Verein betreiben und eine starke Schulmannschaft dann hier am Start haben. Und das steht, glaube ich, auch für die etwas schwächeren Schulen nicht so im Vordergrund, dass sie vielleicht hier zusammengeschossen werden, sondern eher die Erfahrung, dass sie mal gegen solche starken Mannschaften, die sie sonst vielleicht nicht kennenlernen, eben auch mal ein Spiel machen in der Vorrunde dann. Kann man sich viel abgucken, von Techniken über taktische Eingriffe, und ja, macht einfach Spaß, denen nochmal zuzugucken. Aufgrund der Vielzahl der Spiele bietet Jugend trainiert für Olympia den Kids den einmaligen Vorteil, die abgeschauten Tricks auch gleich anzuwenden und auszuprobieren. Das sorgt für gute Laune. Die Stimmung war sehr gut auf dem Spielfeld gerade bei uns, und ich finde, das ist die Hauptsache einfach. Eine Woche schulfrei. Und das auch, ja. Miteinander spielen und voneinander lernen. Schließlich trainieren ja alle für das gleiche Ziel.